Willkommen zurück, meine lieben Freunde der gepflegten Rabbit-Unterhaltung. Wir sind hier immer noch auf dem Flockenbrocken und wollen uns auf den Weg machen in Richtung des Winterpalastes. Und ich hoffe schwer, dass wir den Weg dahin finden, weil das Level hier ist doch schon ein bisschen unübersichtlich geworden, muss ich sagen, mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die wir haben. Lass uns nochmal zurückgehen zu der Kanone von vorhin. Die da unten in der Nähe vom Piratenschiff rumläuft, beziehungsweise da, wo die Dummbarsche waren. Denn da konnten wir uns relativ weit nach hinten schießen. Ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit, da nach hinten zu kommen für den Moment. Und das war irgendwo hier unten. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ja, dann schauen wir uns nämlich mal beim Winterpalast hinten ein bisschen um. Machen mal mit der Story ein bisschen weiter. Wir haben jetzt genug Nebenmissionen uns angeschaut, würde ich sagen, für den Moment. Wo sind wir denn? Ach, hier sind wir. Super. Genau dahin wollte ich. Hier stehen nämlich die Kanonen, die uns dahin bringen, wo wir hinwollen. Sogar noch schneller, als wenn wir einfach da rumlaufen. So. Ja, es muss hier noch irgendeine Bipo-Fähigkeit geben. Hier ist schon wieder so ein Abgrund, wo wir eigentlich nicht rüber könnten. Also, hier wieder hoch. Wir haben im letzten Part ja diese eine Finsterzeitpfütze beseitigt. Und jetzt geht's mit der Kanone nach da hinten. Da hinten ist ein ganz seltsamer Tentakel. Habt ihr den gesehen? So. Oh, hier ist ein Iglu. Ach, und hier ist dieser Klotz. Wir können damit durch... Können wir damit in die Kanone rein? Ja. Offenbar ja. Na gut, dann machen wir das doch trotzdem noch kurz. Ich habe jetzt mit dem nicht hier so weit hinten gerechnet. Sind dann die Pinguine vielleicht auch so weit weggelaufen? Ich war der Meinung, diese ganzen Objektgegenstände, diese Questgegenstände, die seien näher an ihre Aufgabe dran, als dass sie so weit weggehen. Aber gut, macht's spannender. Heißt aber auch, das Ei da oben ist nicht das, was wir gesucht haben. So, jetzt können wir hier nämlich diesen Brocken kaputt machen, glaube ich. Und wahrscheinlich gegen das hier kämpfen, oder? Wie läuft das? Nee, hier passiert gar nichts. Ach so, nee, Quatsch. Dafür brauchen wir dieses Ei da oben. Ja, die können wir ja in die Augen reinschmeißen und dann gehen sie kaputt. Dafür brauchen wir dieses Ei da oben. An das wir leider aktuell noch nicht rankommen. Naja. Gut, dann eben wieder zurück. Aber da haben wir da zumindest schon mal was freigestellt, was wir dann im... einem späteren Zeitpunkt noch weiter erkunden können. Das ist ja auch gut. Ist ja definitiv auch in Ordnung. Und ja, lass uns mal hier hinten ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Dieses Iglu zum Beispiel, das interessiert mich doch sehr. Was hast du uns zu erzählen? Ah ja, das genügt voll auf. Was? Aeronaut, Dr. Splinik, die Bergrettung ist da. Zumindest hoffe ich das. Ich werde euch nicht auffressen, ich schwöre. Lügner, sei stille. Er war zu lange auf sie allein gestellt. Psst. Okay, multiple Persönlichkeitsstörung? Oder was ist da los? Ist durch die Einsamkeit offenbar völlig irre geworden. Wir sollten versuchen, ihm zu helfen. Ja, definitiv, armer Kerl. Entschuldigung, was ich sagen wollte. Das ist ein Saboteur in meinem Labor. Folgt meinem Assistenten, er wird es euch zeigen. Ja, okay. Dann beseitigen wir diesen Saboteur doch mal. Was? Eine irre Lache. Hier lang, aber sei vorsichtig, es wird kein Kinderspiel. Na dann. Schauen wir mal, was in diesem komischen Iglu hier passiert, das einen offenbaren direkten Durchgang zum Berg zu haben scheint. Oh, hier ist es aber neblig. Dr. Splings kalte Kuriosität. Finde heraus, was... Das war ein bisschen zu schnell. Oh, hier sind Bob Omps. Was machen die denn hier? Naja, verrückter Wissenschaftler. Es ist so verwunderlich, dass er hier mit... Okay. Dann halt so. Ich dachte, wir kommen durch die Wand da vielleicht irgendwie durch, aber ich glaube nicht, dass wir den Bob umschmeißen können hier in der Overworld, oder? Na gut, wir schauen mal, was die Bob-Omb-Herausforderung hier ist. Es ist ja nur Stufe 10. Wahrscheinlich besiege alle Gegner, oder? Ist meistens so bei den Bob-Ombs. Ja, besiege alle Gegner. Okay. Team passt, glaube ich, so wie es jetzt ist.
Können wir da noch eine Raserei machen? Können wir. Dann können wir das nämlich oben an den einen Quetscher da schmeißen. Aufheben. Hochwerfen. Oh, Entschuldigung, Mario. Das war doch näher, als ich dachte. Dann bewegen wir hier mal Rabbit Mario nach oben, hätte ich gesagt. Dann können wir nicht den Quetscher nochmal... Ja, wobei, wir sollten Mario mal aus der Schussbahn hier leiten. Machen wir das doch so. Zack. So, und einmal werfen. Sehr gut. Wir können dann nochmal hoch und diese Röhre nutzen, um ein bisschen weiter vorzupreschen. Okay. Raserei auf den nächsten Bob-Omb und den schmeißen wir hier nach vorne. Okay, perfekt. Warum treffe ich den Quetscher denn hier so nicht? Ah, so treffe ich ihn. Den da unten treffe ich so aber leider nicht mehr. Gut, ich kann nicht beide erwischen, leider. Aber immerhin einen. Gut. Bleiben... Ah, nur noch einer. Okay, das sollten wir hinkriegen. Luigi, könntest du mal... Nee, das war nicht Luigi und auch die falsche Taste. Einmal hier die Turboladung aktivieren. Und dann versuchen wir mal mit... Ich glaube, Rabbit Mario da hochzubekommen wäre sinnvoller. Ja, Mist. Okay, einmal den Gegenschlag aktivieren, wie gesagt. Achso, das reicht sogar. Ja, wunderbar. Ist ja noch besser. So, das war's schon. Ziemlich simpel. Wie gesagt, war auch nur Level 10. FTK. Juhu. Okay, mit der Wand hilft uns... Achso, die können wir kaputt machen. Achso. Na dann, dann hätte ich ja gar nicht den Bob-Omb besiegen müssen. Na gut. Ist auch okay. Also hier ist noch ein Felsen, den wir definitiv bewegen können. Müssen wir an dem vorbei? Ja, müssen wir. Aber wir können warten, bis er sich umdreht, oder? Wir müssen jetzt ja nicht alle Bob-Omb besiegen. Lass uns mal hier rüber gehen und das runterlassen. Ist das einfach eine Abkürzung? Ja, das ist einfach nur eine Abkürzung. Gut, also lass den Bob-Omb noch mal kurz umdrehen. So, jetzt schnell hoch. Los, 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 los. Sehr gut. Sneaky. Also, dann hier das einmal umschmeißen. Boing. Bob-Omb. Ah, Mist. War nicht schnell genug. Halb so wild. Die Bob-Omb-Level waren bisher ja relativ einfach. Müssen wir wahrscheinlich auch wieder alle besiegen, oder? Ich nehme es einfach mal an. Ja, und die stehen alle super nahe beieinander. Ja, ja, genau. Besiege alle. Okay. Luigi... Erstmal deine Turboladung aktivieren, bitte. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Tacticam. Hier hinten können wir definitiv mit Rabbit Mario am meisten Schaden anrichten. Und dann unten die Bob-Ombs sollten auch kein Problem sein. Wir können den hier nehmen und darüber schmeißen. Das kann Mario machen. Und dann noch hier drauf schießen. Ja, das müsste gehen. Dann haben wir Luigi noch frei für... Ja, ich glaube, das passt. Ich habe einen Plan. Glaube ich zumindest. Also Luigi bleibt mal hier. Mario geht mal nach da unten. Ah, wir kommen da nicht an den Typen ran. Also dann bauen wir Luigi doch für was anderes. Nämlich, um Mario weiter nach vorne bringen zu können. So, in etwa hier. Weil dann können wir nämlich jetzt hier Teamsprung machen. Ich kann
hier den einfach einmal so kaputt machen eigentlich auch. Oh, ich habe gerade noch eine andere Idee. Raserei. Aufheben. Und hier hochschmeißen. So, das macht es dann Rabbit Mario ein bisschen einfacher. Ein Schuss. Einen da oben. Ja, ich glaube etwa so. Ich kann aber noch meine Ulti aktivieren, sehe ich gerade. Also respektive den Spark nutzen. Mit einem Feuerangriff. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Schaden und haben die Chance, dass da oben noch ein bisschen Chaos entsteht. Der definitiv da. Ja, nee, den Bob-Omb da hinten treffe ich sowieso nicht. Also dann schießen wir auf den hier. Lauf nach... Oh ja, lauf nach da hinten, das ist gut. Ah, es war nicht weit genug leider, aber okay, war nicht schlecht. So, dann... Einmal hier nach hinten. Den Spark aktivieren. Schockraserei. Das knockt die beiden hier schon mal komplett raus. Wow. Der hier ist auch schon Geschichte. So, jetzt kann sich Luigi noch um den verbleibenden Bob-Omb kümmern, der da hinten rumläuft. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Einmal feuern. Und das war's. Sega, einfach. Läuft. Läuft gut. Sehr nice. Also, weiter im Text. Wir haben gerade da den Felsen bewegt, also wollen wir da jetzt auch durchlaufen. Nachdem wir von diesem Bob-Omb so jäh unterbrochen wurden. Das sieht auch sehr stabil aus, by the way. Oh. Hallo, Spark. Beseitige die Finsterzeitpfütze. Ja, das war irgendwie klar. Pustekuchen. Hat das wieder was mit Wind zu tun? Mhm. Das ist wieder ein Windlevel. Zerstöre Finsterzeittor. Oh, das ist ja lustig. Hier rollen Bob-Oms durch die Gegend. Die Finsterzeitbarriere besteht aus hochkonzentrierter Finsterzeitenergie. Sie kann vermutlich nur mit Bob-Oms beschädigt werden. Die Steinmaske, wenn man diesen Schalter bedient, erzeugt sie Windstöße, die Bob-Oms gegen die Barriere wehen. Also wir sollen diese Schalter betätigen, ist was du mir sagen willst. Team, finde ich, ist gut so. Für den Moment mal. Okay, da unten ist noch dieser Gegner. Die sollten wir uns, glaube ich, vom Hals schaffen. Das machen wir mal mit Mario. So, verwenden. Nö. Warum passiert da jetzt nichts? Ach so, jetzt aber. Ah, okay. Wir sollen da offenbar jetzt einfach alle Schalter nacheinander aktivieren. Okay, gut. Das kriegen wir hin. Dann aktivieren wir mal den Feuerangriff in der Hoffnung zu treffen. Einfach zwei Schüsse auf den Typen. Ja, einer trifft. Und das weht ihn weg. Okay, tipptopp. Dann gehen wir hier auch mal runter. Ich schnapp mir gleich Rabbit Mario und gehe da nach ganz unten. Greif die beiden Vögel da an. Ich würde aber ganz gerne hier über den Schalter rüberkommen. Ja, ich komme nicht ganz zum Schalter ran, aber halb so wild. Wenn ich mich noch ein bisschen nach hinten bewege... Ja, aber dann treffe ich den Bob-Omb. Das ist nicht die Idee. Wobei, macht es einen Unterschied? Die spawnen ja eh wieder. Dann lasst uns hier eine Schockraserei ausführen. Damit kriege ich euch noch ein bisschen weiter nach vorne. Respektive einen grill ich damit sogar gleich schon.
Prinz gab beide im Visier. So. Damit ist der hier Geschichte und der Bob Omb überlebt. Das ist auch gut. So. Ich kann noch eine Raserei habe ich schon genutzt. Stimmt. Gut, also dann warten wir jetzt einfach hier. Ich bewege ihn mal kurz ein bisschen weg hier, denn ich glaube, die Katze da fliegt ja in die Luft, wenn wir sie angreifen. Ich boost mich mal noch kurz. Denn damit können sie drei Jahre. Damit reicht es, um die Katze rauszunehmen. Mist. Oh, wow. Okay. Gar nicht bedacht, dass die Bob-Ombs ja natürlich auch sich bewegen können. Aber es macht schon Sinn. Okay, Luigi, du kannst dich mal nach unten bewegen, bitte. Ich benutze mal Mario, um Luigi weiter hier nach vorne zu kriegen. Ich will noch nicht runter mit ihm, weil er hat hier oben definitiv Vorteile. Den kriege ich fast weg. Okay, schauen wir mal. Rabbit Mario kann sich hier definitiv auch noch bewegen. Dann machen wir das so, dass wir mal den Pop-Omb 1 aneignen. So. Hier könnten wir dann einmal eine Raserei machen. Also, nee, blöd, haben wir ja gerade. Ich bin ein Trottel. Schockangriff. Auf die beiden hier. Das bringt die schon mal zu Fall. Wunderbärchen. Dann Luigi. Kommen wir von hier aus an ihn ran? Nein. Dann benutzen wir den Teamsprung und ich bewege mich mal auf den zu. So, wunderbar. Das hat geklappt wie am Schnürchen. Ich kann hier gleich schon den nächsten Schalter aktivieren. Sehr, sehr gut. Oh, der Teamsprung von Mario ist einfach so gut. Ja, ich treffe den leider so nicht. Treffe ich was, wenn ich hier hinstelle? Oh ja, oh ja. Dann lasst uns aber hier die Platscher... Das ist die Raserei, das ist die Platscher-Raserei, genau. Nee, dann passt das, dann machen wir das so. Feuer, Feuer. Und Luigi... Ja, reicht leider nicht ganz, ne? Leider nicht, aber wir können danach noch unsere Ulti aktivieren. Den Eisenblick. Es wird zwar Mario ein bisschen Schaden machen, aber wir sind die Katze los, das ist die Hauptsache. Flupp. Ja. Gut, da kommt jetzt ein Bob-Omb angelaufen. Der jetzt durch den Wind eigentlich nach unten geweht werden müsste. Also lass uns hier mal hinstehen, dann kommen wir nämlich runter. Tipptopp. Also jetzt ist hier noch der Schalter, den wir noch aktivieren müssen. Dummerweise sind Mario und Rabbit Mario festgefroren. Das heißt, die helfen uns nicht wirklich. Also, aufheben und einfach mal wegwerfen. Einfach damit er uns nicht im nächsten Zug trifft. Das ist eigentlich das Einzige, was wir hier bezwecken damit. Und wir müssen leider abgeben. Die anderen beiden sind festgefroren. So, Bob Omb bewegt sich wieder nach vorne. Das Level ist echt cool gemacht. Also, einmal Schalter aktivieren. So, jetzt würde ich dann mit
Rabbit Mario gerne Luigi ein bisschen behilflich sein. Teamsprung. Einfach hier an die Kante ran. Wir müssen nicht an die, müssen nicht runter, das ist nicht notwendig. Aber hier stehen wir ganz gut. Sind erhöht, können angreifen, passt perfekt. So, für Mario könnten wir da schon runter. Wo kommen wir da nah raus? Ja, wir können im nächsten Zug können wir runtergehen mit Mario und den nächsten Schalter aktivieren. Für den Moment allerdings mal mit. Ach, wobei. Theoretisch könnte das hier schon reichen. Ach, leider nicht. Okay, dann aber definitiv die Schockraserei. Und mit der greifen wir jetzt hier einmal die fette Katze an. Und hauen hier ordentlich mal drauf. Links, rechts, das andere links, genau. Ich kann mich jetzt hier hinten ein bisschen verstecken. Und Luigi müsste jetzt in der Lage sein. Oh, das reicht nicht, um ihn auszunocken. Wenn ich weiter weggehe, treffe ich ihn nicht mehr, leider. Reicht's mit einem Boost? Wir versuchen es mal. Wenn nicht, dann ist auch kein Weltuntergang, aber. Ja, leider nicht. Wir sind nicht nah genug, nicht weit genug weg. Ich kann mich natürlich auch nach unten wehen lassen, merke ich gerade. Können den Wind auch zu unserem Vorteil nutzen. So. Dann sind wir hier schon mal ganz schön nahe. An der ganzen Geschichte hier dran. Leider nicht nahe genug, um irgendwas erreichen zu können. Oder treffe ich den von hier aus? Ja, nee, leider nicht. Okay, gut, ist kein Problem. Ich würde sagen, dann platzieren wir Mario mal hier, aktivieren noch die Heldensicht, dann haben wir zumindest was getan mit Mario in diesem Spielzug und geben ab. Mal sehen, ob uns das was gebracht hat. Ja, der Bob-Omb bewegt sich jetzt da weg. Ah, die Katze erreicht uns so gar nicht, das ist schön. Aber sie kann uns festfrieren, was nicht so schön ist. Und unsere Verteidigung geht gerade hops. Was noch viel weniger schön ist. Also, Mario, erstmal Schalter aktivieren, bitte. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, Rabbit Mario kann da definitiv für sorgen, dass diese komische Katze sich wegbewegt. Jetzt ist aber die Frage, kommt da gerade noch ein Bob-Omb auf uns zu oder noch nicht? Ich sehe das jetzt nachher, nach dem Zug. Scheint so. Okay. Also. Schockangriff, damit es bestimmt reicht. Ja. Und Feuer. Schon echt gemein. Sie machen aber kaum Schaden. Das ist das Positive an der ganzen Sache. Luigi platziere ich mal hier und aktiviere den Eisenblick. Ja, pustet das Ding da noch gar nicht? Doch, das müsste es eigentlich. Weil den Schalter haben wir doch schon aktiviert. Aber irgendwie passiert hier bei diesem blöden Ding nichts. Die anderen leuchten alle. Nur das nicht. Okay, dann lassen wir den Bob-Omb mal in Ruhe. Vielleicht brauchen wir den noch im lebenden Format. Aber warte mal, kommen wir da hinten hin? Ja! Er ist ja noch besser, als ich dachte. Bye, bye.
schön zwischen die Augen. Also, dann hier. Was ist denn das noch für ein Schalt? Ist der für die Anlage hier? Ja. Achso, warte mal. Dann ist der Schalter da oben vielleicht gar nicht für... Oh, wir haben einen Schalter ausgelassen. Nicht Volltrottel. Okay, ich muss nachher mit Luigi hier hoch. Ah, was ein Mist. Also ich bewege mich hier schon mal weiter hoch. Dann können wir das vielleicht sogar mit Mario machen. Mario kann ultra weit fliegen. Aber den Zug müssen wir jetzt leider erstmal beenden. Ja, der Bob-Omb bewegt sich leider zuerst. Okay, weiterer Bob-Omb. Also, Luigi, du kommst da nicht hin. Kann mit Mario aber dann nach vorne laufen. Das müssen wir nur gut timen. Nämlich wenn hier der Windstoß vorbei ist. Jetzt. So. Da ist nämlich jetzt Mario in einer guten Position, um Luigi zu helfen, da nach vorne zu kommen. Und er kann sich nachher auch noch um den Bob-Omb kümmern. So. So, Schalter aktiviert. Ich glaube, das war's dann auch schon. Müssen wir noch was machen? Oder reicht das jetzt schon? Nee, der Bob-Omb hat sein Ziel erreicht. Ach, wir müssen ihn wahrscheinlich noch abschießen. Nehme ich jetzt mal an. Ich baller dich mal. Ja, wobei. Nee, ich hab meinen. Ja, schießen wir da mal drauf. Ich nehme jetzt mal an, wir müssen den da unten dann auch noch abknallen. So, einfach mal hier rüber. Gegenschlag aktivieren, einfach zur Sicherheit, und dann gehen wir den Spielzug ab. Kommen im nächsten dann mit Luigi wieder runter. Denn Luigi kommt am ehesten nach da hinten, um die Bob-Oms zu zünden. Okay. Entspann dich! Autsch! Na gut, den sind wir los. Und die Winde sollten theoretisch jetzt Rabbit Mario. Ich kann mich doch hier sicher wegpusten lassen, oder? Ich traue der Sache eben nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich mich nachher da genug bewegen kann. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, müsst gehen. Raserei. Bisschen wegbewegen und werfen. Ach, das braucht nur einen? Ach so, ich dachte, wir müssen hier mehrfach treffen. Ja, das war ja relativ einfach. Okay, ich habe mir das jetzt schwieriger vorgestellt. Unser verrückter Wissenschaftler scheint gar nicht so paranoid zu sein. Die Finsterzeitpfütze hat sein Labor tatsächlich sabotiert. Scheint so. Bitte, verzeiht mein Betragen. Vorhin, ich habe mich geändert. Ehrlich, ich freue mich drauf, wieder an die Arbeit zu gehen. Das verstehen wir. Ehrlich gesagt, ist es eine Erleichterung, dass... Aber erst muss ich noch die Spione aus meinem Labor jagen. Raus, raus, ihr alle, raus! Okay. Nehmen Sie ihm nicht übel. Er war hier draußen 3 Tage lang allein. 3 Tage? Mehr nicht? Du kommst besser mit uns, bevor das Ding auftaucht oder etwas ebenso Schreckliches tut.
Ja, besser ist es. Kalte Kuriosität. Was macht denn der hier eigentlich? Ist das eine Klimaanlage oder sowas in die Richtung? Ist ja richtig dämlich in dem Gebiet. Aber ja, es scheint eine Klimaanlage zu sein. Der verteilt hier kalte Luft. Warum? Ist ja nicht so, dass hier alles gefroren wäre, oder? Okay, der Typ hat sie nicht mehr alle. Definitiv nicht mehr alle Karten im Deck. So. Also. Ja, eigentlich ist die Länge vom Part schon wieder bei 30 Minuten und wir sollten ja aufhören. Aber wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ach so, er benutzt das, um sein Ding hier runter zu kühlen. Okay. Soll ich ihn freilassen? Ja? Nein? Doch? Vielleicht? Nein, ich gehe, glaube ich, besser wieder. Also er hat das gebraucht, um das Ding hier eingefroren zu behalten. Okay, gut, er ist entschuldigt. Ist ein legitimer Grund. So. Was ist hier noch? Oh, da hinten ist noch so ein Feuerfuzzi. Ich kann das Iglu nur mit Eisblöcken fertigstellen, die eine perfekte Form haben. Habt ihr welche gesehen? Ja, da unten ist einer. Also wir sollen dir Eisblöcke bringen. Ja. Hab's verstanden. So, halb zur Flagge, dann können wir uns nämlich jetzt hier auch hin teleportieren und da ist eine Röhre mit Schleim drauf. Ist ja eklig. Hier ist nochmal so ein Gegner. Ah, lass uns in Ruhe, wir wollen nicht kämpfen. Ich will nur die Blöcke haben. Ich würde gerne die Blöcke noch kurz in den Part hier holen. Zumindest die zwei, die wir da sehen können. Ich weiß nicht, wie viel das er braucht. Wahrscheinlich wieder drei, aber... Ach, Mist. Okay, dann müssen wir diesen Kampf halt auch noch kurz machen. Kann nicht so schwer sein. Ist nur Stufe 13. Und es sind lauter von diesen Feuerfuzzis. Wir haben Mario dabei. Mario hat Wasser. Den machen wir noch und dann... beenden wir den Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen übrigens. Dürft gerne fleißig Likes und Abos dalassen. Macht richtig Spaß hier, dieses Let's Play. Okay, heile dein Team. Ja, machen wir mal. Einfach so zur Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen werden. Dann stelle ich nachher Luigi gleich mal hier auf den Turm hoch. Ach, wir müssen Wölfe besiegen. Wo sind denn die Wölfe hier? Ich sehe gar keine. Ach, hier ist ein Wolf. Und da hinten. Ja, dann stellen wir definitiv Luigi nach da oben. Gut. Also, los geht's. Okay. Also, Luigi. Oh, hopp. Erstmal alle boosten. So, dann einmal Angriff. Und dann aktiviere ich, glaube ich, nachher einfach nur noch die, den Eisenblick. So. Raserei. Dann wieder nach unten. Und dann helfen wir Rabbit Mario, den anderen Wolf da zu erreichen. So. Dann aktivieren wir die Schockraserei. Grillen den mal ein bisschen. Und setzen noch nach mit einem Doppelklopfer. So, danach können wir dann Luigis Fähigkeit aktivieren. Wie schmeckt denn den da oben mit Mario? Ja, mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Also davon hängt es ein bisschen ab, ob wir Luigis Fähigkeit nutzen können. Ja, können wir. Wunderbar. Eisenblick. Und wenn sich der Wolf jetzt bewegt, war es das. Hoffe ich zumindest. Das war kein Treffer. Oh, und da will sich gar nicht bewegen.
Ja, das war schlecht. Rabbit Mario kriegt hier gerade ordentlich eins aufs Dach. Lauter Feuerangriffe. Also gut, dann müssen wir halt doch versuchen... Ach, warte mal. Ist er... Ne, ist gerade noch nicht im Einflussbereich von meinem Spark. Jetzt aber... Ne. Position des Helden entfernt. Ich versuch's mal. Bin ich sicher, ob er noch drin ist. Doch, ist er. Sehr gut. Weil da hinten erwischen wir ihn ziemlich sicher. Wunderbar. Ja, der Spark war doch nützlich. Und ich liebe Luigis Fähigkeiten. Die sind so, so gut. Meine Güte. So, lass uns noch kurz diesen Block aufsammeln. Ich nehme jetzt mal einfach schwer an, dass es drei davon gibt. Eine ist nachher da noch rechts. Wo der dritte ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch mehr als drei. Das kann ja auch sein. Ach, vier. Okay, ja gut. Das machen wir dann im nächsten Part. Hier hinten ist nämlich der nächste. Den können wir... wenn er uns nicht sieht, können wir uns den vielleicht kurz holen. Okay. Der macht hier nur seine Runden. Das ist gut. Dann finden uns im nächsten Part nämlich nur noch zwei von den Blöcken hier. Und wir haben das Igloo zusammengebastelt. Wird wahrscheinlich eine Planetenmünze für geben. Nehme ich jetzt einfach mal schwer an. Und da müssen wir auch noch rausfinden, was das für ein komischer Tentakel da oben ist, der gerade einen Rabbit kaputt schlägt. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Definitiv interessante Sache. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier weitergeht auf dem Flockenbrocken. Zum Winterpalast sind wir unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, Leute.